Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Beim letzten Mal habe ich ja hier meine Dörfer präsentiert und heute werden wir die Hauptstadt schon mal planen. Das wird ein Heidenaufwand, weil die meisten möchten ja immer eine Weltausstellung in der Mitte und das werden wir auch irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Dann dazu brauchen wir natürlich Kraftwerke. Die müssen hier heute auch noch verteilt werden und wir möchten natürlich eine schöne, lange, große Siegestraße haben. Ja, und das Ganze soll natürlich so laufen, dass in der Mitte halbwegs parallel wird und nach außen hin natürlich nicht mehr ganz so aussieht, weil Städte haben eben halt wie Berlin zum Beispiel oder Paris, die haben eine große, lange, geradlinige Straße, die bricht aber auch irgendwann ab und außenrum steht ja nicht mehr alles parallel. Wird also nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man jetzt hier noch einen Zug mit reinpacken möchte. So, jetzt will ich euch erstmal was zeigen, was erstmal wichtig ist für die ganze Auslegung. Hier seht ihr, es bleiben zwei in der Mitte. Ich kann es also vergessen, hier eine Schiene reinzupacken. Gerade und ungerade ist immer ganz wichtig, sonst kriegen wir das nicht hin. Ich habe nämlich vor, hier eine Schiene lang zu setzen. Und zwar soll das so ein bisschen, ja, wie eine Straßenbahn aussehen. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich mir das denke. Die Straßenbahn soll hier in der Mitte verlaufen. Wir haben also quasi eine richtig große Siegestraße, die hier verläuft und sich dann hier verläuft. Mit anderen Worten, sich ein bisschen kurvenhaft Richtung nach außen bewegt. Hier muss nämlich irgendwo der Hafen hin. Halt, verdammt. Wo ist denn dieser Hafen? Kleiner Ölhafen. Ja, den meinte ich doch. Na, nein, doch, gut. Deswegen habe ich hier aber noch nicht weitergebaut, weil hier soll der Zug nämlich auch noch dran vorbeikommen. Ich werde das so probieren, dass ich hier wahrscheinlich noch einen zweiten Marktplatz hinsetze, dass das so den Anschein erweckt, als wenn das der Bahnhof ist. Mal gucken, ob das dann so aussieht, wie ich es gerne möchte. Gut. Dann müssen wir hier gucken, dass wir hier noch eine Straße drüber bekommen. Wir brauchen an dieser Hauptstraße wirklich alles Mögliche. Wir brauchen die Universität. Ich werde das erstmal alles noch vorplanen. Und in der nächsten Folge wird das dann alles vollendet, wenn es dann fertig ist. Gut. Schwierig wird es jetzt mit dem Marktplatz. Weil egal, wie ich das jetzt hier stelle, der Marktplatz kommt nicht so schön in die Mitte, wie ich das gerne möchte. Gut, wenn ich den Marktplatz aber hier hinsetze. Die Uni steht nicht unbedingt am Marktplatz. Die zwei Standardteile dürfen wieder nebeneinander stehen. Obwohl, die kann ich eigentlich schon fertig bauen. Ich habe ja eigentlich Ressourcen extra mitgebracht. Das Theater muss am Marktplatz stehen. Das ist immer so. Wenn ich den hier so baue, kann ich das Rathaus direkt daneben bauen. Und dann tauschen wir die Seiten, mein Freund. Du gehst hier hin. Und du gehst dahin. Damit wir den Umkreis auch noch nutzen können. Das Krankenhaus darf neben der Universität stehen. Das ist schon mal schön. Die können auch alle an der Hauptstraße stehen, das ist alles okay. Dann brauchen wir hier eine Linie drüber. Zum Anfang sieht immer sowas total ulkig aus, ne? Dann müssen wir das hier erstmal schon mal anschließen, damit wir so ein bisschen Ahnung haben. Ist immer ein bisschen wie Puzzeln. Der Club kann hier eigentlich auch mit dran, aber wir brauchen nur das Bankgebäude und das passt hier ganz super hin. Das muss ja an der Hauptstraße stehen. Und wenn das nicht an der Hauptstraße steht, dann. Das Clubhaus kann ein bisschen abseits von der Hauptstraße stehen, aber auch noch irgendwo in der Nähe von der Bank. Oder bei der Universität. Ja, macht sich an der Uni ein bisschen. Sieht dann aus wie eine Jugendherberge, wollte ich gerade sagen. Oder wie das College. So, also, wir müssen das alles auch wieder schön dichtstellen.
Die Polizei kann neben dem Krankenhaus stehen. Dann brauchen wir natürlich noch eine Feuerwehr. Und davon brauchen wir aber auch diesmal zwei. Eine so hierhin und eine dahin. Feierlichkeiten sind beendet. Dann brauchen wir noch eine Schule. Die kann neben der Uni stehen. Die Attraktivität ihrer Stadt Steht jetzt aber nicht gerade so, wie ich es gerne hätte. Das Leben ist nicht in Ordnung heute. Haben wir dann sonst alles? Dann haben wir erstmal alles. Die Kirche fehlt noch. Genau, wir brauchen nur eine Kirche. Oh, verdammt, wo stellen die Kirche hin? Stellen wir eine hinter den? Das sieht doof aus. Die muss am Marktplatz stehen. Da hilft nichts. Das müssen wir mit dem Theater aber dann gut hinbekommen. Ich habe nämlich schon ein bisschen geguckt, wie sieht's aus, was brauchen wir. Hier bei den kleinen Städten ist das alles kein Problem. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr das so versucht nachzumachen, hier die Verkaufsberaterin, 40% mehr Reichweite für die Marktplätze. Das ist bei so einer Bauweise extrem wichtig. Dann am besten hier noch rein, dass ihr nochmal öffentliche Dienstleistung habt, dass nochmal alle Gebäude ein bisschen Buff kriegen, sodass quasi der letzte Penner hier hinten auch nochmal ein bisschen was vom Marktplatz abbekommt. Und der ist schon ziemlich weit weg. Ja, bei den ganzen Straßen hier, die so verlaufen. Deswegen, das müssen wir hier nämlich auch noch hinbekommen. Hier muss das auch mit der öffentlichen Reichweite rein. So, wenn wir das erstmal alles haben, dann sehe ich, dass das hier doch keine so gute Idee ist. Baue ich die direkt hinter dem? Ja, komm, eine Reihe, so richtig schön fett bonsenmäßig. Gut, das Haus ist doch eigentlich Quark. Da können wir so eine Straße bauen. Dann kann das hier so in der Mitte alles ein bisschen kantiger sein. Deswegen, Hauptstädte dürfen immer ein bisschen parallel aussehen. Das ist immer das Schöne. Hier darf ich immer ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich drehe mal die Feuerwehr um. Ich glaube, egal wie ich das Ding hinstelle, ich bin nie zufrieden. Wenn ich jetzt hier noch zwei Häuser hinbaue, dann sieht das kacke aus. Ich überlege gerade, wie ich das hier am besten baue. Das steht so gut. Ja, komm, stellen wir es so rum. Nein, so rum. Dann passen die zwei Häuser hier hin. Hier will ich auf jeden Fall zwei richtig lange Blocks an Häuser haben. Hier sollen die Adligen wohnen. Das soll massiv aussehen. Man soll nämlich das Gefühl haben, wenn man hier hereinkommt. Wow. Und jetzt habe ich vergessen, die Dings einzuplanen. Echt Trottel. So viel dazu. Also, das Ganze nochmal ein weiter nach hinten. So ist das, wenn man das vergisst. Alles kein Problem. Wenn es mir eine Stunde später aufgefallen wäre, wäre das sehr ungünstig gewesen. Wollte schon gerade sagen, hier fehlt doch was. Dicke Schiene gebaut, aber noch kein. Noch kein Kraftwerk dran. Dann das Ganze nochmal zurücknehmen. Damit wir hier nicht so viele Überwege brauchen. Und jetzt brauchen wir hier richtig schöne Zierpappeln auf jeden Fall. Wir können ja schon so ein bisschen, damit wir hier. Halt, der war wieder ein zu hoch. Ich muss erst diese verdammte Schiene bauen, sonst vergesse ich das hier immer wieder. Das sieht am Ende nämlich sau cool aus, wenn hier nachher die Straßen hier, die Leute hin und her laufen und hier sozusagen wie Straßenbahn die Züge hin und her fahren. Die Idee ist gut, ob es nachher am Ende so aussieht, wie es aussehen soll. Das werden wir dann sehen. Das Kraftwerk muss ungefähr hier hin und das Kraftwerk muss ungefähr dahin. Und so haben wir auch so ein leichtes Bahnhofsgefühl. Wenn ich das hier
noch ein bisschen ausbaue. Ich weiß noch nicht. Soll ich das bauen? Ja, das kommt gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Plätze. Dann brauchen wir Zierpappeln. Die kann ich da nicht setzen, da brauche ich erstmal noch einen Platz davor, sonst sieht man die nicht so schön. Dann setzen wir doch nochmal. Ne, Entschuldigung. So. Jetzt, damit man von oben dann so, wenn man so drauf guckt, dass das ein bisschen Abstand gewinnt. So. Inzwischen noch Gras. Und dann haben wir die erste Allee schon mal fertig. Jo. Jetzt habe ich hier überall schon die Häuser gebaut. Und das ist eigentlich nicht so gut. Weil ich muss jetzt nachher erstmal hier die Wirtschaft dann aufbauen, hier auf dieser Insel. Weil ich muss ja die Leute ja nur irgendwie versorgen. Deswegen war das eigentlich jetzt nicht ganz so clever. Gut, bauen wir das so. Hier darf wieder ein bisschen Wald stehen und hier kommt dann vor dem Krankenhaus eine kleine Statue. Gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wie geht's jetzt weiter? Ich kann ja jetzt hier nicht einfach rüberziehen von A nach B, das sieht kacke aus. Und ich möchte ja hier auch noch eine Schiene haben. Gut, dann werden wir das jetzt erstmal versuchen so zu planen, dass wir erstmal die Schiene einplanen, damit wir schon mal die schon mal weg haben, sonst wird das ja nichts. Die Schiene soll also, wie weit soll das ungefähr gehen? Gute Frage. Ja, das sollte reichen. Du reißt mich nur weiter hinab in die Tiefe. Gut. Dann biegt der hier jetzt nach rechts ab. Das Problem ist, ich darf die beide nicht aneinander anschließen. Das kann ich nicht machen, sonst fährt auf der einen Schiene kein Zug. Wenn ich den jetzt hier früher dort anschließe als die andere Seite, dann wird das nichts. Ist aber nicht so schlimm. Gut. Dann wollen wir jetzt, wo hier soll der Dings hin? Gut. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wir bauen jetzt hier eine Holzfarm, genau. Ein bisschen nah dran, ne? Hm? Ja. Das ist jetzt nicht so clever. Obwohl, das reicht vom Abstand her, ist es doch. Vom Abstand ist es gut. Vom Abstand ist das gut, das nehmen wir so. Ach Quark, ein weiter rüber. So. Oder wir bauen die Zugstrecke nochmal wirklich bis ran. Hm. Der Bahnhof ist meistens nie im Stadtzentrum, der ist meistens immer ein bisschen abseits. Das ist die Sache ja eigentlich gar nicht blöd, wenn wir den hier hinbauen, bloß das nämlich als Bahnhofshauptgebäude. Marktplatz würde sich ja gut machen. Ja komm, wir setzen den jetzt hier einfach hin. Und tun so, als wäre das der Bahnhof. Mit einer Menge Fantasie. Ah ja. Damit's realistisch aussieht. Ja, das geht nicht. Soll ich mich verarschen? Ja, nicht. Leck mich doch. Ach, komm schon. Bitte.
Also mehr als zwei gehen nicht. Wenn ich die jetzt abreiße, behält das nicht. Das ist traurig, Leute. Das ist ehrlich traurig. Ja, gut. Dann machen wir es. Dann machen wir es so. Zufrieden. Gut. Jetzt, wo man das mal haben will, dass das so stehen bleibt, dann ist es nicht in Ordnung. Gut. Hat so ein bisschen was von Bahnhofsfeeling. Wenn man nicht genauer hinsieht. Dann wäre eigentlich eine Feuerwacht hier ganz gut. Ja, das sieht aus wie es, als wenn es zum Bahnhof dazugehört. Komm. Mit einer Menge Fantasie. So. Das ist jetzt nicht ganz so schön, aber das kriegen wir doch hin. Dann bauen wir das. Sieh, das große Puzzeln. Gut, die Feuerwehr. Umdrehen. Lieber verquert bauen, damit das so aussieht, als wenn wir was drauf haben. Da könnte man noch ein bisschen größer machen, oder? Ne, jetzt beim Bahnhof. Das ist schon okay so. Oder ein paar Bäume dazwischen knallen. Ne, ist einer zu viel. Dann haben wir hier den Bahnhof. Das kann hier ruhig bis rangehen. Dann bin ich schon überlegen, ob ich hier ein Haus dran sitze. Aber das muss mindestens ein Arbeiterhäuschen sein, sonst sieht es nicht gut aus. Dann haben wir hier einmal ich weiß noch nicht, wie ich es plane. Aber auf jeden Fall kommt hier noch das Sägewerk hin. Direkt mit an die Straße. Weil es cool aussieht. Mit Schiene. Ist das was? Bei der Schiene, wenn man die Schiene hier noch anschließen könnte. Warte, ich muss es andersrum drehen. Wenn die Schiene hier noch anschließen könnten, dann wäre es Oberaffentitten geil. Gut. Die Schiene muss dann hier drüben noch mit ran. Der läuft an dem vorbei. Und dann kommt hier ein großes Jagdgebiet hin. Hier zwischen. Es wird also so ein richtig schönes, waldläufiges Gebiet. So soll das hier irgendwann mal werden. Gut. Damit hätten wir schon mal die Schiene mit eingeplant. Jetzt müssen wir noch diesen riesen Häuserblock hier hinbekommen. Was bauen wir denn hier noch hin? Hier muss auf jeden Fall noch der ganze Kram ran, was wir so brauchen. Nämlich die ganzen Bäckereien. Mindestens zwei. Metzgereien. Ne, Bäckereien riechen gut. Bäckereien dürfen am Dings sein, obwohl Metzgereien. Die nehmen wir für die zweite Reihe. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ah, das ist ein bisschen zu parallel. Das wollen wir ja jetzt nicht mehr. Die Webereien. Beziehungsweise die Schneidereien. Die dürfen mit an der Hauptstraße mitstehen. Das sind Edelboutiquen, die brauchen wir. Dann brauchen wir einen Uhrmacher. Jetzt wird es nämlich lustig hier in dem ganzen Verein. Wir brauchen einen Uhrmacher. Die Metzgereien können ein bisschen abseits stehen. Wir können hier nicht so viele Gebäude mit reinbauen, aber wir können es probieren, so viel reinzubekommen,
was Sinn macht und vor allen Dingen was gut aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schmuckmacher, der ist ganz wichtig, der kommt auch in die Hauptstraße. Das sind zwei Sachen, die einfach geil sind. Fondfabriken, das ist eigentlich eine Fabrik, die brauchen wir nicht. Gut. Schokolade haben wir noch nicht. Schokoladenfabrik brauchen wir hier nicht bauen, sehr gut. Zigarren auch nicht. Sekt, 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 Sekt. Sekt wird auch eher außerhalb produziert. Das ist. Dann haben wir alles. Irgendwas vergessen? Wir könnten noch eine Weberei hier mit reinbauen. Dann müssen wir hier noch ein Lagerhaus bauen. Das hilft nicht. Wenn wir das jetzt hier alles ein bisschen so bauen, als wäre es edel. Das ist nämlich das Schöne, hier darf man dann alles zubauen. Hier nehmen wir dann auch die Zierpappe mit rein. Na, nicht so viele von denen. Ach, diesen Bogen würde ich ja auch ganz gerne mal bauen, aber dafür ist gerade noch kein Platz. Ne, wenn ich den baue, dann muss ich die bauen, sonst sieht das nicht gut aus. Wurde beendet. Gut. Bäckereien, Schneiderei, alles da. Nochmal kontrollieren. Haben wir noch was vergessen? Der Brillenmacher, der muss eigentlich auch an die Stadt. Der kommt ein bisschen ins Hinterland. So. Zack. Dann kann ich hier eine Metzgerei ransetzen. Hier dürfen wir jetzt auch wieder ein klein bisschen versetzt langsam anfangen. Ganz allmählich. Ganz allmählich dürfen wir jetzt wieder unförmig werden. Lassen wir es so, ja. Wird doch dann wieder auch ein paar Bäume zwischenstehen. Hier bauen wir jetzt hier mal so einen kleinen Brunnen mit rein, oder was es ist. Eine alte Tränke. Wie steht hier eigentlich richtig rum? Eine alte Tränke können ja hier stehen bleiben. Gut. Können wir die erstmal alle ausstellen. Haben wir dann jetzt erstmal an alles gedacht. Und nachher ist es wieder zu spät, da muss man wieder alles abreißen. Wir dürfen jetzt alles haben. Gut. Aus der Straße hier drüben muss auf jeden Fall auch noch ein Gebäude hin. Frage ist, wie setzen wir das so? Dann kann der Uhrmacher direkt neben seiner Uhr wohnen, wollte ich gerade sagen. Das wäre ein bisschen holbar. Wieder ein bisschen freilassen. Hier hinter dem Uhrmacher. Das muss ein bisschen. Wohl, das kann auch unförmig aussehen. Da kann dann auch mal eine Allee stehen. Das ist alles. Obwohl, das sind zu viele Bäume. Das ist nicht gut. Das ist doch die Allee besser. Damit es ein bisschen aussieht, als hätte es Stil. Gut. Ist jeder mitgekommen, dass einer nachmachen will? Aber ich glaube, jeder hat erstmal verstanden, was ich vorhab. Jetzt werde ich hier auf jeden Fall noch. Das wird jetzt lustig. Erstmal hier eine Straße ziehen. Und jetzt wird gepeilt. Die sollen nämlich noch parallel zueinander stehen. Ungefähr
Bis da, bis zum Ende drüben des rechten anderen Blockes. Das heißt, summa summarum auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. So erwecken wir den Eindruck, als wenn es so aussehen soll, als wenn es perfekt gelaufen ist. Das Problem ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viel drüben Abstand ist. 5 plus 2. 5 plus 2 ist genau hier. Richtig? 5 plus 2, sehr gut. Wunderbar. Wenn wir die jetzt beide noch in dieselbe Richtung gucken, dann ist Die meisten sehen perfekt. sich doch eh nur die Bilder an. Gut, dann hätte ich das erstmal eingeplant hier. Ich werde jetzt das Ganze erstmal ein bisschen ausbauen. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten 2, 3 Tagen schaffe, dass ich jetzt Ende der Woche das hier schon großenteils fertig habe. Natürlich aber erst bis zur Handwerkerstufe, weil ich ja hier noch keinen Kaffee und so weiter habe. Ingenieure wird also recht schwierig werden. Muss erstmal den Kaffee dann rüberholen. Das dauert jetzt eine Weile. Und dann kann ich euch schon mal das fast fertig präsentieren. Das habe ich jetzt nur mal heute gemacht, damit ihr dann schon mal wisst, bevor ich hier anfange, alles aufzubauen, weil am Ende ist immer ganz schön, aber wie hat er das dann eigentlich gemacht? Und ja, mir gefällt es eigentlich erstmal recht gut. Wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal wieder eine Weile, bis das hier ordentlich fertig ist.